Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich heute hier in Kerspetal bei Kirspe und ich wollte ein bisschen auf Wildkräuter prospektieren, eventuell auch Pilzen. Dabei ist es egal, ob wir Essbares finden oder Giftiges oder Ungenießbares. Einfach mal gucken, spazieren gehen und dabei lade ich euch gerne herzlich ein. Viel Spaß mit dem Film und bis gleich. Ja, die Waldbeeren, die fangen auch bald an zu blühen. Auch der Waldklee macht sich sehr schön. Und die Sumpfdotterblume blüht auch so langsam. So, natürlich ist Trüffelhund auch wieder dabei. Ja, für Anfang Mai, Ende April ist das alles noch ziemlich grau. Also wir hatten ein sehr, sehr kaltes Frühjahr. Es ist einfach für die Jahreszeit zu kühl. Zagart fangen an, hier die Buschwindröschen zu blühen. Kann man sehen, wie kalt doch die Witterung ist. Ja, die Buchenmast vom letzten Jahr keimt. Aber zum Baum wird hiervon nichts. Ja, das kennt jeder aus seinem Garten als ganz hartnäckiges Unkraut. Das ist der Giersch. Aber Giersch ist auch eine sehr gute Salatpflanze. Also, statt Unkraut-Ex drauf, kann man das in den Salattopf tun. Auch hier wächst wieder Giersch. Junge Blätter mitnehmen und auch in den Salat tun. Auch die jungen Triebe des Holunders, ja, sind auch für einen Salat geeignet. An diesem Baum wachsen ein paar Porlinge. Und hier finde ich ein interessantes Flechtengewächs. Der Knöterich kommt auch schon. Und dieses komische Pilzgewächs hier, das ist so weich wie... Also ganz pilzfrei ist das Zeitalter nicht, also das Frühjahr. Ich habe hier sogar einen Porling gefunden. Und nebenan wächst sogar etwas grünblättriger Schwefelkopf. Und hier an diesem Baum sogar eine ganze Kolonie. Ein bisschen klein. Aber es sind eindeutig grünblättrige Schwefelköpfe. So, auch hier. Ganz zaghaft kommt hier auch schon der Sauerampfer hoch. Der passt sehr gut in den Salat und gibt auch einen angenehmen säuerlichen Geschmack. Hier haben wir etwas freistehenden Sauerampfer. Der macht sich hervorragend im Salat. Auch die Brennnessel eignet sich als essbare Pflanze. Jung und jetzt im Frühjahr kann man sie gut zubereiten zu einer Art Spinat. Auch hier bei uns im Sauerland eine Plage bald. Das ist der Riesenbärenklau, der insbesondere böse Verletzungen, Verbrennungen auslösen kann, wenn der Saft auf die Haut kommt und die Sonne drauf scheint. Das erste Faltchen lässt sich sehen.
noch richtig trostlos für Anfang Mai. Ja, hier wächst auch die Kresse. Besonders kräftig im Geschmack. Aber für den Salat kann man den ruhig nehmen. Hier wächst die Kresse richtig in Büscheln. Hier kann man sie mit der Sense mähen. Ja, Leute, das war's. Viel gefunden haben wir nicht, aber ich war sehr überrascht, Pilze gefunden zu haben. Mit dabei und mitgenommen habe ich etwas Giersch, natürlich auch die Holunderspitzen, Kresse habe ich gefunden und Sauerampfer. Und das gibt bestimmt einen leckeren Salat heute Abend zum Abendessen. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film und sage bis demnächst, euer Charlie.